In der Höhle des Feuers und in Part 9 von Let's Play Lara Croft Go heiße ich euch willkommen und wir müssen weiterkommen. Jetzt ist es so, dass ich die Vermutung habe, also hierhin müssen wir. Der Schalter wird doch wahrscheinlich diese Pfeile hier aktivieren. Die hier werden diese Pfeile aktivieren. Der Hebel wird den hier aktivieren. Can it be? Ich versuche das mal. Jawohl. Ah, falsch. So, jetzt habe ich das hier. Und ich denke, ich werde das... hier irgendwie platzieren müssen, verflixt, dass genau das hier nicht passiert. Ah, das Spiel hat mich wieder dran gekriegt. So. Und nü? Ist er wiederhergestellt, der Schlangenwicht. Ei, caramba. Jetzt kann ich ihn zwar ziehen um eins, aber das hilft mir nicht. Ich müsste ihn schieben um eins. Wie viele Runden oder wie viele Schritte habe ich denn, bis das wieder regeneriert ist? 1, 2, 3, 4. Die vier fünf obligatorische, okay. So. Du kriegst mich nicht dran. Jetzt kann ich dich doch so ziehen, jawohl. So. Gut. Und jetzt kann der tun, was er will. Da oben ist übrigens eine... Amphore, ein Teil des heiligen Käfers. Jawohl. Und wir können weiter. Sehr schön. Okay, hier müssen wir hin. Hier ist ein Schalter. Was tut der hier? Ah, der macht das hier. Aha, interessant. Tja, das habe ich jetzt vergeigt. Ich hätte zuerst den hier irgendwie holen müssen, wahrscheinlich. Die Schlange ist auch übel. Ja, hilft nix. Hasst mich. Mit dem hier könnte ich einen von den beiden hier blockieren. Also ich muss hier alle drei irgendwie umsetzen, damit ich... Nein, den Speer brauche ich für die Schlange da. Aber hoi. Ich hole mir mal den Speer hier so in aller Ruhe. Da kann ich nicht rüber. Okay. Der hier. Also, eins von den drei Teilen wird hier über die Säule blockiert. Der zweite ist der Schalter und der dritte muss das hier irgendwie
sein. Okay, verstehe. Ich finde es nicht gut, aber ich verstehe es. Ich kann hier nur einmal rüber. Ah, okay. Dann machen wir das mal so. Nein. Ah, nein, nicht schieben. Ziehen bitte. Und nochmal bitte ziehen. Jawohl. Und jetzt kann ich nämlich hier einmal drüber. Jetzt könnte ich den hier erledigen von hinten. Ah, oh, das ist heftig. Hebel umlegen. Kann ich? Also mit vorbeikommen tue ich an dem hier nicht mehr. Nee, ich glaube nicht den. Ah, nein, ich will nicht den. Ich wollte den da. Das ist ja mies. Weil jetzt ist mir natürlich schon klar, jetzt kann ich... Hätte ich da auch wieder die Säule benutzen müssen, um zu verhindern, dass der sich reaktiviert. Wahrscheinlich. Jetzt habe ich aber natürlich den Speer nicht mehr. Alles so. Aber ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen. So. Ja. Ich denke, das wäre der Weg. Dass ich jetzt hier so... Nee, das ist nicht der Weg. Aha, okay. Uff, oh Leute, das ist heftig. Aber so ein paar Ansätze habe ich, wo ich glaube, das könnte uns helfen. So, ich hol den mal, ohne dass ich hier das Teil auslöse. Jetzt kann ich es ja nicht ziehen. So ein Mist. Ah, Mist. Eins zu weit gelaufen. Ah. Gemein. Aber ich muss hier ja drüber laufen. Aber dann kann ich es hier nicht reinziehen. Dann muss ich den Weg hier irgendwie machen. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber wie, Leute? Jetzt könnte ich ihn zwar rüberziehen, aber ich kann ihn nicht mehr reinschieben. Puh, meine ganze Strategie erledigt sich gerade von selbst. Jetzt wartet mal. Ah, und ich habe jetzt die falsche Strategie. Okay. Ja. Das Timing stimmt doch überhaupt nicht. Okay. Ich lasse den mal runterfallen. Nochmal. Combinations hoch 3.
Aber das war der Trick. Nein, bitte zieh doch Lava. So, den holen. Den erledigen. Den erledigen. Und jetzt kann ich den hier nicht mehr abschießen. Super! Echt super! So nah und doch so fern. Jetzt kann ich den hier nicht mehr. Boah! Übel. Das ist heftig. Also ich glaube, das ist mal nicht verkehrt. Ja. Jetzt kann ich hier... So, jetzt war eine Theorie. Wenn ich jetzt den gleich von hier aus erledige, dann würde die Kugel ausgelöst und würde dann hier stehen bleiben. Aber der würde sich auch wieder regenerieren. Ich probiere es einfach, Leute. Liebe. Aber er kommt rechtzeitig wieder rauf. Aber das... so knapp. So knapp, Leute. Ich weiß noch nicht. Aber irgendwie anders kann es gar nicht sein, oder? Aber um eins funktioniert es nicht. Um einen Schritt funktioniert es nicht. Ja, von hier aus kann ich ihn auch nicht erschießen. Neue Idee. Weiß aber nicht, ob das geht. So. Ich warte jetzt mal, bis der sich wieder... Nein, ah, Mist. Was mache ich jetzt, Leute? Ich glaube, ich bin nicht schlecht unterwegs. Also von hier aus geht's nicht, von hier aus geht's auch nicht. Geht's denn? Also von da, das macht keinen Sinn. Ich könnte auch von der Schlange aus hier. Nein, das ist keine gute Idee. Ja, ich bleibe jetzt. Achso, ich kann gar nicht stehen bleiben. Ist denn? Moment mal, ich habe noch eine Idee. Ich muss noch eine Idee haben. Sonst kommen wir aus diesem Level nicht raus. So. Kann ich... Ah, das geht. Jetzt aber. Und jetzt habe ich genug Zeit. Ist... Oh. Da kann ich nur dazu sagen, Leute. Oh. Krasse Nummer. Hilfe vom Feind, aha. Eine Feuerspinne. Na, das hilft mir nicht. Ja, genau, da würde ich jetzt nämlich da drüben stehen, hätte zwar den Speer. Ich muss irgendwie an den Hebel rankommen. Mal schauen, was der bewirkt.
Bringt's mir was, wenn ich dich jetzt hier rüber tue? Möglicherweise. Ein Speer. Zum Beispiel. Ah, okay. Ah! Das war's nicht. Ich hatte so geschlussfolgert, dass ich an irgendeinem Punkt die Spinne mit dem Speer erlegen müsste. Ups. So. Jetzt habe ich dich. Weil ich brauche ja jemanden, der hier stehen bleibt. Der für mich hier stehen bleibt. Wenn ich den Hebel jetzt umsetze, bleibt die eigentlich eine Runde stehen? Glaube ich nicht. Eins? Nee. Tut sie nicht. Ja, ich hätte am liebsten, dass die irgendwo stehen bleibt, ja. Aber wo? Passiert jetzt? Wenn ich sie erschieße, bleibt der Leichnam ja auch nicht liegen, oder? Ich versuch's mal. Ach doch, der bleibt liegen. Sie bleibt liegen, weil... Ach so. Weil sie sich ja regeneriert. Ah, das ist eine neue Information für mich. Was soll denn das werden? Ich habe jetzt natürlich warten müssen, bis sie auf dem Steg ist. So, zieh mal deine Bahnen da drüben. Jawohl. Übrigens, da drüben. So viel zu dem Thema, da drüben. Jetzt muss ich natürlich nur noch... So. Stirb. Sowas richtig. Jawoll. Das hätten wir noch geschafft. Das sieht jetzt mal ganz einfach aus, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Wir müssen die Spinne irgendwie hier rüber locken. Auf die linke Seite. Ah! Ja, soweit die Theorie. Damit sie hier ihre Bahnen zieht und für uns als Schutzschild fungiert. So war meine Idee. Aber das geht nicht, weil ich vom Takt her hier nicht rechtzeitig ankomme. Ja klar, ist, wenn sie da drauf steht. Stehe ich nicht am Schalter, das ist das Problem. Ihr seht. Oh, deswegen habe ich den Speer. Ah. Ja. Nee. Dazu fällt mir jetzt nichts ein, Leute. Das ist, glaube ich, auch einfach mal kommentarlos. Okay, Speer her. So. Ich denke, dass das den Takt reparieren wird. Nee, tut er aber nicht.
Ach so. Wahrscheinlich müsste ich sie töten, wenn sie dann da drauf liegt. So rum ist es. Ah, okay. Das machen wir noch. Das ist dann Laura, das ist dann immer schön, wenn man die Momente der Erkenntnis hat. Und der Schmerz, sag ich mal, der eigenen Dummheit nachlässt. Da. Jetzt aber bitte. Jawohl. Und das war's. Gut, Leute. Wir gehen zum verbrannten Baum und diesen verbrannten Baum machen wir dann im nächsten Part von Let's Play Lara Croft Go. Das ist dann sogar schon der 10. Part. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es sind mehr Rätsel, als ich gedacht habe, vor allem mit diesen Bonusgeschichten hier. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.